Hey ho Minecraft-Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Nero. Heute zusammen mit Krankcrafter. Hey. Hey, was geht? Und ich würde sagen, gehen wir direkt auf den Server. Ich bin mega gespannt. Und ich glaube, wir können einiges schaffen. So. Ja, das hoffe ich doch mal, ja. Eben, hast du eben gerade auch dieses komische Geräusch gehört? Also bei mir war so ein richtig lautes Zischen ganz kurz. Nee, bei mir nicht. Also vielleicht sind wir doch ein bisschen entfernt. Weißt du deine Koordinaten, Gomme? Also wenn ich F... Oh Gott, hier ist irgendwas in die Luft geflogen. Also wenn ich F3 drücke, dann habe ich sie, ja. Ich bin bei 217, 11 minus 1646? Ah nee, 2169 ist das oben. Oh Gott, oh Gott. Ich bin viel weiter weg. Also ich bin ja noch in der Höhle. Ich gucke ein wenig mich noch hier um. Aha. Ich bin ja noch am Schauen, ob das jetzt so eine Mega-Höhle ist oder nicht. Aha. Wenn das so eine kleine Höhle ist, dann komme ich direkt wieder zu dir. Okay. Und dann gucke ich mal, weil... Ja. Wenn ich jetzt hier schon mal die Gelegenheit habe, aber ich glaube, ich weiß, von wo kam ich denn hier? Ich bin mir unsicher. Ja, also wir haben auf jeden Fall heute uns schon mal gemeinsam vorgenommen, dass wir uns diesen Antique Atlas, also die Minimap sozusagen, machen. Die geht ganz einfach mit einem Buch und einem Kompass zu craften. Und das ist halt relativ praktisch, dass man sich gegenseitig findet. Und ich bin mir nicht sicher, ob man sich darauf nicht sogar Sachen markieren kann irgendwie, wie auf so einer richtigen Minimap. Aber ja, jetzt muss ich, glaube ich, auch erstmal einen Weg rausfinden, weil ich habe kein Holz mitgenommen. Das hasse ich. Ich mache das immer wieder. Es ist immer das Gleiche. Kennst du das? Extra einen Baum, ja, das kenne ich. Und nur zu gut. Also ich habe deswegen nochmal vor der Aufnahme, in der letzten Aufnahme, nochmal einen Baum gefällt, bevor ich hier runter bin. Ah, das ist schlau. Nee, so weit habe ich nicht gedacht. Ich habe das immer wieder. Immer wenn ich Minecraft spiele, irgendwie so im Singleplayer, dann bin ich immer so euphorisch, weil ich irgendwas Cooles gefunden habe oder so. Ja, aber man weiß ja auch nie, was genau kommt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass jemand in meiner Höhle hier drin war und alles total anders ist. Echt? Keine Ahnung, hier sieht alles anders aus. Aber ich hab ja Glück, hier ist ja der Minenschacht. Da kann ich mir einfach ein bisschen Holz abbauen. Ich war letzte Stunde mit Patrick, letzte Folge mit Patrick, habe ich ja ein Minensystem gefunden. Die Kiste habe ich schon gelootet. Nee, die habe ich noch gar nicht gelootet. Und hier habe ich zum Glück hier ein bisschen was gefunden. Sehr gut. Ja, ich werde auf jeden Fall in meiner Folge schon den Blutaltar bauen heute. Das klingt relativ krass. Das klingt auf jeden Fall heftig. Also ich werde nur mich auf Diamantensuche begeben und so ein wenig vielleicht mit anderen Monstern kämpfen. Ja. Da ist schon eins, wenn ich vom Monster spreche. Oh Gott. Warte. Oh, nein. Wie heißt es? Ich habe den Namen jetzt nicht gesehen, aber ich habe es getötet. Ich habe noch 4,5 Herzen. Und ich habe, habe ich was bekommen? Nee, ich habe gar nichts bekommen. Man muss echt aufpassen. War so ein schwarzer Troll. Irgendwie. Aber das Coole bei dem Modpack ist, wenn man mit Monstern kämpft, kann es einfach random passieren, dass einem die übelsten OP-Waffen gedroppt werden. Nein, also die meisten Waffen, die aus dem bei Advance of Ascension hinzugefügt werden, sind einfach random Drops. Also nicht ganz random, halt wenn du manche besonderen Gegner besiegst, dann droppen halt bessere Waffen und so weiter und so fort. Aber vor allem sind das erstmal halt einfach Drops. Die kann man sich nicht craften, die meisten Waffen. So, und wenn du zum Beispiel so ein, wie heißt der noch, so ein Void Charger. Charger sind diese zweibeinigen Hühnchen. Ich weiß nicht, ob du schon mal eins gesehen hast von denen. Kann ein Hühnchen wirklich ein Hühnchen oder sehen die nur aus wie ein Hühnchen? Der Gegner, den ich gerade hatte, das sah auch, aus wie ein Hühnchen, war auch, glaube ich, nur ein Zweibeiner, keine Ahnung. Ja, so ein großes Ding, das total aggressiv rumsprintet. Ja, nee, ach, ich weiß, welche du meinst. Die habe ich letzte Folge, glaube ich, schon gesehen. Ja, genau. Ja. Und die Dinger haben mir, als ich so ein bisschen ausprobiert habe... Skull! Oh, renn, bau dich ein oder so. Komm! Nein, Hilfe! Komm! Das gibt's nicht! Ich habe fast eingebaut, doch dann kommt dieser Troll von oben und tötet mich! Nein! Oh, verdammt! Scheiße! Hey, Mann, was mache ich denn jetzt? vom Server gehen. Musst du. Ja, ich bin runter. Verdammt, Mann! Was? Okay, zweite Folge, erster Tod. Woher kommen die ganzen Monster? Da war eigentlich alles ausgeleuchtet. Das ist genauso, wie du eben meintest, plötzlich. Das ist nicht gut für unsere Stadt, Gomme. Nee, das ist gar nicht gut für unsere Stadt und auch nicht für die Aufnahme gerade, verdammt. Ich hatte ja eben die Koordinaten offen, ich könnte die theoretisch nachgucken, dann könntest du hingehen, aber... Ach stimmt, deine Sachen, oder wie? Ja, meine Sachen liegen da, ja. Ah, nee, ich kann dich retten. Ja, genau, du könntest ja den Grabstein von da holen. Dann screenshot ich mir eben mal hier die Höhle, wo ich gerade bin. Ja, dann machen wir das doch direkt. Okay, dann Sekunde, ich muss mal kurz hier bei meiner Aufnahme einen Cut machen und dann gucken wir mal, wie es mit der Wiederbelebung läuft. Ich muss nämlich die Koordinaten raussuchen. Ja. So. Nächste Folge musst du dann trotzdem aber aussetzen, ne? Meine ich. Vom Hochladen her oder vom,
Vom Hochladen. Ja, vom Aufnehmen dürfte man, ja genau. Na gut, ich schau mal kurz. Oh, zum Glück hatte ich eben die Koordinaten offen, ne, als du es gesagt hast. Ja. Ich habe jetzt die Koordinaten von der Stelle, wo ich vor, ja, vor, also so, die ist ein paar Blöcke davon entfernt, aber das wird schon passen. Okay. Dann probiere ich das jetzt mal zu finden. Ich glaube, an meinen Zuschauer jetzt, wir müssen erstmal Gomme retten. Danke. Ich glaube aber, ich werde trotzdem den Blattaltar auf jeden Fall hinkriegen in der Folge. So, du hast ihn mir geschickt, ne? Nein, ich habe außersehen Caps angehabt. Was hattest du an? Ich hatte Caps an, also deswegen, guck mal in den Teamspeak-Chat, da siehst du, was ich geschickt habe. Sekunde. Das war ein wenig doof. Oh, sehr gut. Hast du so, ach du, stimmt, du musstest dir ja von Hand abschreiben. Okay, ich baue mich jetzt mal unvorsichtig hoch. Ich hoffe mal, dass mir das nicht zum Verhängnis wird. So. Okay, so, ich glaube, die sind schon ein paar Blöcke von dir entfernt. Also deine klangen vorhin auf jeden Fall schon so 500 bis 600 Blöcke weit weg. Keine Ahnung. Okay. Gucken wir mal, ob das 2100. Aber ich bin eigentlich in relativer Nähe von der Stadt geblieben. Okay, ja, ich eigentlich auch. Also ich bin bei einem Fluss irgendwie. Also ich guck mal eben, ich habe 2122, das ist ja direkt, also ist fast selbe Koordinate, und minus 1614, das passt. Wir sind wahrscheinlich sogar in derselben Höhle. Wir waren bestimmt in derselben Höhle. Deswegen sah meine Höhle gerade anders aus, weil da Schwäche von jeder drin war. Ich weiß jetzt gar nicht, aber ich glaube, ich baue mich am trotzdem. Ich kann dir sagen, wo die Stelle war. Meine ist direkt an so einer Wasserstelle bei unserer Stadt gelegen. Also das ist direkt an der Oberfläche eigentlich, bin ich gestorben. Da habe ich. Ja, okay, du hast auch Höhe 22. Deshalb baue ich mich jetzt auch am besten mal direkt an die Oberfläche und probiere dich zu retten. Ich muss aber auch gleichzeitig die Folgenlänge ein bisschen im Auge behalten. Genau, ich glaube, nach 5 Minuten, die spawnen ja die Sachen. Und du musst auch aufpassen, nicht, dass du auch noch stirbst. Ja, das wär richtig mies. Das waren ja 2 von solchen Viechern, aber ich hatte den einen schon eigentlich angehitzt. Aber hattest du schon Rüstung an? Nee, gar nicht. Na gut, ich habe schon Full Iron und Equipment. Na gut, mein Eisen liegt da rum gerade. Wer weiß, vielleicht droppt mir sogar irgendwas Besonderes, wenn ich die Mobs töte. So, okay. Wir müssen es jetzt echt schaffen, dass du deine Folge noch fertig machen kannst. Das wäre der Hammer. Ah, okay, ich bin schon, ich bin schon bei Erde oben. Okay, nice. Also, ich baue schon Erde ab. So, dann. Schau mal, ob du irgendwo Wasser findest. Irgendwo eine Wasserstelle, weil die leitet direkt zur Stelle, wo ich gestorben bin. Okay. So, ich bin wieder an der Oberfläche. So, ja. Mal mich umschauen, dass hier keine Monster sind. Okay. So, ich muss zu 2131, das passt soweit. Okay, nicht in die Richtung. Aha. Und 1000. Die Stelle ist, wie gesagt, ein wenig davon weg. Du musst den Höhleneingang am besten finden. Okay, ich laufe schon in die richtige Richtung. So, an der Wasserstelle, sagtest du, ne? Genau, an einer Wasserstelle, die darunter fließt. Ein Fluss habe ich schon mal. Ja, das ist sehr gut. Ist da Zuckerrohr bei dem Fluss? Und hier ist auch schon eine Höhle mit Fackeln drin. Genau, das ist sie. Okay. Und pass auf, direkt wenn du das Wasser runterschwimmst, da ist der Troll da unten, dieser. Und da siehst du auch Holz. Bei dem Holz, das da gebaut ist, da bin ich gestorben. Okay. Wow. Dann bin ich direkt davor und ich sehe deine Items, Gomme. Ja. Ich kann sie dir sichern. Troll ist nicht in Sicht. Wo ist dahinter, der Sack? Pass so, auf. Okay. Dann. Und den Grabstein musst du jetzt im Grabstein. Wow, da ist ein Zombie rausgespawnt. Okay, hab ihn getötet. Puh, alter Schwede. Gamers Time Stop. Krani, so. Pass auf. Ich passe auf. Wir retten dich, Gomme. So, den Grabstein brauche ich jetzt schnell. Okay, Grabstein hab ich. Dann muss ich ab in die Stadt. Ich hab gar nicht die Koordinaten. Hast du meine Items? Ich hab deine Items auch alle. Weißt du ungefähr, was das war? Weil unsere Stadt? Ja, die Koordinaten von der Stadt, kennst du die zufällig? Nee, gar nicht, ehrlich nicht. Oder weißt du, in welche Richtung es war von dir aus? Also, da wo das Zuckerrohr ist, da in die Richtung irgendwie. Da musst du in die Hügel hochlaufen. Ist da noch Zuckerrohr? Ja, eigentlich. Ja, ich sehe es. In die Richtung, also an diesem Berg. An dem Hügel hoch. An dem Hügel hoch, okay. Oh, bitte finde ich das jetzt, Alter. Und bitte, komm, täusch dich nicht. Nicht, dass ich mich jetzt da noch getäuscht habe. Also, da ist so ein großer Wald, ne? Nee, eigentlich nicht in den Wald. Ich sehe die Stadt. Oh Gott, wie konnte ich die nur übersehen? Wahrscheinlich hat sich die Hälfte meiner Zuschauer schon gefacepalmt. Sorry, Leute. Okay, jetzt muss ich nur den Friedhof finden. Und dann, Gomme, kannst du wieder auf den Server. Yeah. Hat zum Glück nicht so lange gedauert, wie ich befürchtet habe, die Rettungsaktion. So, sehr, sehr gut. So, ich laufe schon durch die Stadttore. Da ist auch schon der Friedhof. Und ja, dann würde ich sagen, platziere ich auf 3 deinen Grabstein. 3, 2, 1, platziert. Okay. Okay, und ich joine wieder. Jawoll, ich bin wieder zum Leben. Yes, sehr, sehr gut. Cool, danke dir. Dann sehr, sehr gerne, Gomme. Ich muss nur eben zum Portal wieder laufen. Ich bin hier wieder bei dieser Mega-Burg rausgekommen.
Achso, ja, dann warte ich am besten schon direkt hier. Weißt du schon, was du so hattest? Dann werfe ich dir die Sachen direkt raus. Ich hatte eine Eisenspitzhacke, ein paar Fackeln, Kohle, Eisenblöcke, ein paar 20 oder so. Okay, ja. Und was hatte ich noch? Ja, halt so ein paar Sachen, die man in der Höhle findet. Ich hatte nicht das Mega-Equipment oder so. Noch Melonen hatte ich. Und du hast Karotten... Nee, Karotten nicht. Eigentlich nur Melonen. Achso, okay. Ja, heute ist ein Glückstag. Ich habe nämlich direkt am Spawn ordentlich Essen abgegriffen. Und davon kann ich dir gerne auch noch mal ein bisschen was abdrücken. Ich habe nämlich irgendwie 46 Steaks, die ich direkt am Anfang von diesen Tellern geholt habe, weißt du? Da waren, als wir am Tisch saßen. Ach, du hast die Teller leer geholt. Ja, ich habe mir ein bisschen mich bedient. Okay, findest du es? Hier liegt schon mal ein bisschen was von deinem Zeug. Oh, wow. Dankeschön. Okay, dann gebe ich dir noch ein bisschen Essen. Ja, ich habe mir hier meine Melonen vom Hafen geholt, da unten waren ganz viele. Achso, hast du sonst noch irgendwas Essensmäßiges? Nee, sonst halt gar nichts. Aber ich habe ja jetzt von dir nochmal 12 Fleisch, das sollte eigentlich passen. Okay, okay. Soll ich dich mal in meine Höhle führen direkt? Ja, gerne, also jetzt bin ich ja mit am Start, so sieht man sich wieder. Ich hoffe mal, dass ich die auch direkt finde wieder. Hier oben ging es irgendwo hoch. Weil die sich waren wir, glaube ich, auch in derselben Höhle. Also die Koordinaten waren ja wirklich sehr ähnlich. Okay, ich glaube, also hier ging es runter. Ja, genau. Ach, hier seid ihr runter. Ah, okay. Hier sind wir runter. Denke ich zumindest. Weil hier waren alle am Anfang irgendwie. Nee, Quatsch. Das war die Steinquelle. Ja, genau, da hat sich am Anfang jemand Stein geholt. Aber hier... Oh. Bett? Was machen wir? Haben wir Bett-Echo? Können uns kein Bett machen. Oder haben wir vielleicht schon eins? Nee, ich glaube nicht. Also ich hatte bei meiner Statue keins gesehen. Warte, ich fahre noch mal ein bisschen Stein, dass wir dir irgendwie noch ein bisschen Rüstung machen können. Damit wir einen Ofen haben. Weil sonst einen Ofen habe ich sogar im Inventar. Ich brauche nur Cola, weil Cola solltest du eigentlich haben. Ach nee, tatsächlich, hier geht's sogar in die Höhle. Die hat nur jemand zugebaut. Ja. Okay, ich komme schon sofort. Was greift dich denn an? Gar nichts. Ich bin nur durch Fallstaden irgendwie. Okay. Ich weiß nicht, ob es in die Richtung war oder in die andere. Wollen wir kurz das Eisen in den Ofen packen oder noch hier warten? Machen wir das ruhig schon mal, ja. Okay, so. Zack. Und Eisen rein. Kannst du Kohle da reinpacken? 3 Stücke? Ja, achso, stimmt. Du wolltest, ich habe ja auch noch ein bisschen Kohle hingeworfen. Ah ja. So, alles klar. Okay. Genau, gut, du musst auf deine Folgenlänge so ein wenig aufpassen. Meine ist natürlich ein wenig kürzer. Ja, da hast du recht. Wobei, deine darf ja trotzdem volle 15. Die darf trotzdem volle 15 Minuten lang sein, nur die Leute haben halt 20. nicht deine. Meine ich ja, die haben ja nicht die Rettung gesehen. Machst du auch direkt. Machst du auch direkt 20 Minuten Folgenlänge? Eigentlich schon, ja. Okay. Also so hatte ich so geplant. Also man kann ja gerade zu Beginn hier viel machen. Man kann sich so viele Rohstoffe erfahren und so weiter. Und das ist schon wichtig, dass man da viel schafft. Ich glaube auch, dass ich das machen werde. Ist so viel Eisen. Ich glaube, jetzt haben wir wieder kein Holz, oder? Hatte ich keins dabei? Du hattest keins im Wetter, außer ich habe es verloren. Aber was bin ich denn für ein Typ, sag noch, dass ich extra Holz geholt habe oder habe ich doch nichts dabei gehabt. Ein Lügenbold. Ah, nee, ich habe mein Holz ja da platziert, als ich mich einbauen wollte. Stimmt, ja, das hätte ich holen müssen. Aus voller Not. Okay, okay, wir müssen wirklich aufpassen. In der Nacht ist es unglaublich gefährlich hier in dem Modpack. Ja, also ich glaube dir auch, dass die Monster gefährlich sind. Ich habe das ja schon gesehen. Mhm. Selbst solche kleinen Monster... Hast du das auch gerade gehört? Was denn? Bei mir hat es so Pling gemacht. Ich habe nur ein bisschen... Okay, wollen wir uns die Höhle anschauen? Ich glaube, da sind wir noch am sichersten. Ja, hier unten wir rein? Ja, würd ich sagen. Ja, ich warte nur auf meinen Ofen gerade, dass der ein wenig fertig schmilzt. Okay. Mann, ist das schon wieder spannend. Es gibt hier so Kreaturen, so den Nightwatcher zum Beispiel. Der ist wie so ein, ja, so ein riesiges schwebendes Auge und macht, es hat irgendwie 80 Leben oder sowas. Und den will ich garantiert nicht bei Nacht draußen antreffen. Das sag ich eben schon. Ja, und den gibt es ja nur bei Nacht und deshalb sollten wir wirklich aufpassen. So, ich schaue gerade schon mal nach dieser Atlas, nach dem Atlas. Heißt ja. Oh, dafür brauchen wir dafür ein verzaubertes Buch? Nee, das muss nicht verzaubert sein. Oder? Achso, nee, hier ist einfach nur ein verzaubertes drin irgendwie. Ja, ich glaube, das. Huch. Habe ich da was Falsches auf? Atlas Platt oder Atlas? Nee, warte, hier, Antique Atlas heißt das Ding. Das ist das nebendran. Ach da, ja. Einfach okay. Book, Kompass. Ja, cool. Den machen wir uns heute noch. Den machen wir uns noch, ja. Obwohl Redstone brauchen wir noch. Okay, das wird knapp. Ich habe schon 2 Redstone, ich gebe dir schon mal einen. Dann machen wir uns auf jeden Fall noch den Antique Atlas und ich probiere noch mal meinen Blood Magic Altar zu machen. Dafür brauche ich noch Cleanstone ein bisschen, 4 Cleanstone
Und dann hätten wir sogar eigentlich ein bisschen was geschafft. Einmal haben wir erfolgreich dich gerettet, Komme. Ja, das war auf jeden Fall sehr actionreich. Ja. Also deiner Sicht, da möchte ich auf jeden Fall mir mal angucken. Und ja, dann Altar, Karte, sonst was. Also kann man nicht sagen, dass wir unproduktiv sind. Ja, noch habe ich die Karte nicht, aber das schaffe ich ja, weil ich auch noch ordentlich Zeit habe. Also ja, und du mit deinem Altar, du musst natürlich ein wenig zusehen. Ja, ich glaube aber auch, dass ich es hinkriegen werde. Oh, ich brauche Leder, aber ich glaube, jetzt sollte ich nicht nach oben gehen. Das ja. ist gefährlich. Ach, du hast auch nur Leder, oder wie? Also mir fehlt jetzt noch Leder für mein Buch. Wie, drei Leder. Nee, ein Leder. Ein Leder? Ein Leder, okay, dann brauchen wir noch zwei Leder jeweils, okay. Genau, Zuckerrohr okay, haben wir ja oben, okay. Dann schaue ich nochmal hier ein wenig weiter. So, Altar, zack, 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 zack. Ja, ich kann mir meinen Altar jetzt so, direkt fertig machen. Was? Und wo stellst du den hin? Weil wir hatten auch eben gerade schon überlegt, wegen den Grundstücken in der Stadt, wie man das ja, macht. Ja, genau, da müssen wir es nochmal stadtintern irgendwie besprechen. Richtig. Also wenn ich König werden sollte irgendwann mal, dann werde ich euch eure Grundstücke alle wegnehmen und beschlagen. Okay, ob du unter den Bedingungen König werden kannst. Okay. Ich glaube, so wähle ich dich nicht. Das tut mir leid, Gomme, aber... Okay, und nein, Spaß, drei. Ich will das natürlich mit dir teilen. Der Blutaltar ist fertig. Woo. Nice. Okay, aber ich platziere den jetzt noch nicht. Ich muss mir dafür sowieso noch ein bisschen was besorgen, bis ich damit irgendwie arbeiten kann. Genau, was kannst du denn so im Grunde damit machen mit dem Blutaltar? Der Blutaltar ist die Grundlage der Blutmagie. Und ich könnte jetzt zum Beispiel hergehen und in dem Blutaltar, nachdem ich ein bisschen von meinem eigenen Blut gespendet habe, indem ich mich selbst verletze, ja, klingt krass, ist es irgendwie auch ein bisschen, aber nachdem ich davon ein bisschen gespendet habe, kann ich dann einen Diamanten reinwerfen und habe dann den allerersten Blood Orb, der es mir ermöglicht, halt die Energie von meinem Blut mitzunehmen. Total verrückt irgendwie. Aber mit dieser Energie, die ich dann dabei habe, kann ich unter anderem später fliegen, mir eine Rüstung machen, die mich so lange unbesiegbar macht, wie noch Energie in meinem Blutnetzwerk ist. Der verrückte Magier, sage ich nur. Heftig, ja. Das klingt doch cool. Das klingt nach einer Menge Spaß. Das ist richtig cool. Und ich glaube, das wird auch vor allen Dingen, wenn wir dann tatsächlich in den Krieg mit anderen Städten ziehen, extrem nice sein. Ja, und auf jeden Fall ist auch Fliegen später natürlich sehr wichtig, dass man schnell von A nach B kommt. Oh. Bist du schon in eine Höhle abgekommen? Ja, guck mal, hier unten siehst du meinen Namen hier gerade. Ich habe mich hier runtergegraben. Ist da die Schlucht? Ich weiß nicht, da ist auf jeden Fall eine Fackel. Da warst du, glaube ich. Schau mal hier drüben. Ich habe mich einfach da reingegraben, deswegen. Okay, dann. Nochmal eben schnell den Ofen. Wollen wir da mal reinchecken? Den Blutaltar habe ich. Bei mir kommen die ganze Zeit irgendwelche Geräusche. Ich weiß nicht, das kommt, glaube ich, immer dann, wenn ich irgendwie einen Skill hochgelevelt habe. Weiß ich nicht. Kennst du die Geräusche? Ja, das passiert einerseits, glaube ich, wenn man Skills hochlevelt und andererseits, wenn man irgendwelche Sachen random findet irgendwie so. Man kann zum Beispiel, wenn man Stein abbaut, einfach Goldnuggets bekommen. Okay. So, das ist irgendwie ganz lustig. Ist mir schon zweimal passiert. Oh ja, hier cool. Ist irgendwie. Guck mal, warst du? Ja, genau. Ja, da sind wir in der Mine. Perfekt. Ja, nice. Ja, cool. Oh, nicht schlecht. Okay. Wisst ihr, Leute, so, ich denke mir immer so, 20-Minuten-Folgen findet ihr das auch cool, aber dann andererseits, wenn ich dann aufnehme, denke ich mir so, hey, du kannst jetzt nicht aufhören, das ist gerade so spannend. Und man kann so viel plötzlich dann doch noch machen und so, ja, man eben. Hat dann wir was Neues vor. Okay, komm, wir checken die Cave mal aus, beziehungsweise vielleicht finden wir sogar noch. Das wäre wunderbar, wenn wir hier noch irgendwie was finden würden, das wäre echt toll. Guck mal hier, siehst du, das hier ist, nice, da ist sogar noch eine Kiste. Was denn? Komm, die schauen wir jetzt mal an. Minecarten. Stimmt, das kann ich aber noch nicht abbauen, Leute. Dafür brauche ich eine Diamantenspitzhacke. Ja, richtig. Dafür brauchen wir eine Diaspitzhacke. Hier ist noch ein Minecart mit Lapis. Lapis, oder ist irgendwie eine Karte? Einem Tagebuch. Ein Tagebuch? Abenteuerhandbuch. Ja. Nee, Handbuch steht hier. Diary heißt doch. Achso, okay, du hast Übersetzungspaket. Ja, ich habe das nicht, weil es ein paar Sachen gibt, die halt nicht übersetzt werden oder komisch oder sowas. So, dahinter war doch gerade Cobblestone. Nee, okay. Wollen wir noch ein bisschen weiter die Mine erkunden? Ja, gerne. Also die Mine geht auch da oben noch gut weiter. Und guck mal, was ist denn hier los? Wo denn? Irgendwie versinkt hier so der Gravel. Ja, das habe ich gerade eben gemacht. Ach so, okay. So, komm. Wollen wir... Man könnte auf jeden Fall nach unten oder nochmal nach oben, weil oben war auch noch was. Von hier kommen wir, ne? Nee, von oben. Wir sind hier runtergesprungen. Irgendwie. Achso, okay. Hier ist auch noch irgendwas. Dass ich mir gerade in den Weg gebaut komme. Unmöglich. Gerne. So. Meinst du, wir sollten Spinnenweben mitnehmen? Bringt uns das was? Weniger. Also ich glaube Spinnenweben... Für einen Bogen vielleicht, aber... Ja, aber ansonsten sind die jetzt nicht... Was haben wir denn hier Schönes? Okay. Haben wir die Fackel hier platziert oder sind wir... Ich glaube, wir kommen wieder so... Ja, hier waren wir, glaube ich, vorhin. Aber hier an den Seiten noch nicht.
Schau mal, da drüben ist noch Lava irgendwie. Ja, da gehe ich mal erkunden. So. Oh Gott, dauert das. Schrecklich mit dem Wasser hier. Ja. Oh. Oh. So, zack. Erstmal die Quelle versiegen lassen. So. Da drüben geht es nochmal richtig weit, habe ich das Gefühl. Ich habe, ja wirklich, also ich kenne auch diesen Teil vom Höhlensystem gar nicht. Wir haben, also Petr und ich haben das Höhlensystem ja schon in der letzten Folge gefunden. Und, okay, geht doch nicht so weiter. Was ist das für? Ah, stimmt, ja, mega Höhle. Das ist auch, hat sich gelohnt, hier hinzugehen. Verdammt. Ja, wollte gerade sagen, dass wir, okay, die Nacht ist rum. Sehr gut, und ich bin bei 20 Minuten. Ups, Leute, ich muss direkt vom Server. Wenn ihr noch ein bisschen was weitersehen wollt, dann geht bei Gomma auf den Kanal und schaut euch das an. Das war's mit dieser Folge und bis dahin. Tschüss. Tschüss.